Das ist jetzt nicht in der Form schlimm, schlimm wie Drittes Reich schlimm, aber das ist, Oh, wow. ja, das ist Hot dieses. Take. Ich habe es mit Absicht nicht gemacht. Zu Recht. Bist du so ein Mensch? Ich hatte mal einen Mitbewohner, der hat das auch öfter mal nicht gemacht. Das war anstrengend. Nein. Ich dachte mir beim ersten Mal so, klar, shit happens. So. Aber irgendwann war es halt so, ich war 2 Wochen nicht in der WG, weil ich halt bei meiner damaligen Partnerin war. Und ich kam halt wieder und es gab kein Geschirr, kein Besteck mehr in der ganzen Wohnung. Es war alles übel schmutzig verschimmelt in der Küche. Im Bad wurde nicht, in der Küche, also Bad wurde nicht gespült. Im halt, Bad wurde die Küche gemacht. Also hoffentlich nicht. Nee, es war halt irgendwie ein Haufen im Klo, wurde nicht weggespült. Ohne Klopapier auch noch. Das war auch noch richtig weird. War echt noch so ein Haufen drin. Na, an den habe ich mir geschworen, ich muss ausziehen. Das war echt schlimm. Vielleicht wollte er dich loswerden. Das war sein eleganter Weg. Ich hoffe nicht, ey. Also ich glaube es auch nicht. Er war sonst sehr nett und sehr klug und so. Aber da irgendwie, da ist es mir so aufgestoßen, wie der Geruch, als ich zur Tür kam. Es roch schon irgendwie so ein bisschen säuerlich, als ich in die Wohnung eingetreten bin. Roch, merkt ihr mal, rochen Steve Irwin. Aber nein, ich möchte erstmal sagen, dass ich das mit Absicht nicht gemacht habe, um hier keinen zu wecken. Und dann dachte ich mir, wenn ich aufstehe, mache ich das. Und dann war es schon gemacht. Ist es so laut, dass man jemanden weckt, wenn du spürst? Nee, also ich habe auch das Gefühl, sie hat hier einen relativ tiefen Schlaf. Aber muss ja nicht sein, nachts um 4. Weiß ich nicht, also ich bin lange nicht mehr in der WG, bei uns wurde immer drauf geschissen, ob jemand schläft, da wurde immer einfach gespült und geduscht und so. Na gut. Und ins Klo gekotzt, das war dann egal. Also was auf jeden Fall geil ist, diese Küchenecke ist die am besten schallisolierte vom ganzen Haus aus gesehen, als zu den anderen Parteien. Und da drehe ich immer meinen fetten Beat auf, du, wenn ich koche. Ja, also nebenan, da wurden noch die FDP und so, die CDU, das sind die Parteien, die auch noch hier im Haus leben. Ja, doch. Ist. Ja, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn, liebe Leute. Ihr hört es schon, wir sind wieder dumm und ihr könnt dran teilhaben. Wie toll ist das denn? Muah. Liebe Grüße, es ist Ausgabe irgendwas mit einer 1 vorn dran. Ich weiß gar nicht, welche Ausgabe 218. 218? Hast du jetzt von 100 irgendwas ausgesprochen? Ach so, ist nur schon 200. Ach stimmt, ja. Klar, stimmt. Ja, sorry Leute. Die 1 ist im 10er-Bereich. Genau, so guck mal. Logischerweise. Da stimmt's. Da haben wir bei der 220. Ausgabe. Wollen wir irgendwas richtig Cooles machen? Hatte mal eine Idee, die KI mit einen betrifft. Wärst du dafür oder eher nicht? Ja, aber ich überlege gerade, wir sollten lieber ein geiles Special zur 222. machen, oder? Können wir auch tun. Gefällt mir besser als 220. Können wir auch tun. Ich bin für jeden Scheiß offen. Für fast jeden Scheiß. Okay. Außer den ich frühes vorfinden muss, mein Mitbewohner. Ja, dann gehen wir mal auf die längste Rodelbahn Deutschlands und rodeln da runter und nehmen dabei Podcast auf, so auf dem Schlitten. Geht die eine wahrscheinlich, Stunde? Nee, das wahrscheinlich müssen wir 10 Mal runterballern, aber stell es mal vor, wir schön auf dem Schlitten. Ja, Tino, das ganze Schnee in die Schnauze. Oder Fallschirmsprung oder so. Ja, der ist, glaube ich, noch schneller vorbei. Ist ja schwierig. Das stimmt. Aber sonst. Ne, ist nicht hier dieser Baumgartner vom Mond aus gesprungen, so ja, gefühlt? Genau. Das war doch irgendwie eine längere Zeit. Er ist vom Mars zum Mond gesprungen, irgendwas war so das, genau. Ja. Dann auf den Kopf gefallen, denn anders kann ich mir seine späteren Ausschweifungen nicht erklären, aber ist egal. Ja. Ist ein anderes Thema, so schon, auch schon länger her. Du holst hier wirklich die alten Kamellen raus, ne? Aber das war schon damals ein Hype. Es war ein Hype, Baumgartner. Es war für mich so. Er war auch ein Held, muss man sagen. Es war schon eine krasse Geschichte. Ja. Aber was er danach auch so rausgehauen hat, so seinen rechtspopulistischen Scheiß, hätte er sich stecken können. Ja, aber darum geht's mir gerade gar nicht. Die Aktion an sich ist halt schon so. Das ist halt so, da ist jemand gelaufen 100 Meter. Ja, und da ist ein anderer einen Kilometer gelaufen. Ja, und da ist dann noch einer jetzt 10 Kilometer gelaufen. Es ist halt trotzdem mach's Laufen. Mach's mal nach. Es ist trotzdem Laufen. Es ist halt wack. Also natürlich ist irgendwo runterspringen also cooler ich war als hin und Laufen. Weg. Ja, gut, Tino. Natürlich ist das cooler als Laufen an sich, aber ob der jetzt irgendwie eine Minute fällt oder 5, das ist mir doch Ritze. Auf die Höhe kommt's doch an, der ist einfach vom Weltall aus auf die Erde gesprungen. Tino, weißt du, du bist auch so ein Small-Dick-Shamer, weißt du? Auf die Höhe kommt's an, auf die Länge. Also bei solchen Sachen ja schon. Also ich meine, ob ich jetzt irgendwie vom Zuhause zu dir laufe, das ist schon für mich ein halber Marathon, weil ich ja Asthmatiker bin. Aber jetzt vom Mond aus irgendwie auf die Erde springen, das muss man ja erstmal trauen. Erstens war es nicht der Mond. Erstmal hingestellt. Ich weiß. Zweitens,
Ich gucke mir viel lieber Leute an, die von einem 10-Meter-Turm springen und was Cooles machen, als einen so einen Typ, der sich einfach nur so fallen lässt, wie so eine Leiche da einfach eine Minute nach unten segelt. Das muss trotzdem krass sein, dass du da irgendwie auf die eine zusteuerst, musst du auch alle ja, das Fallschirm richtig öffnen. Ja, das ist für den so Typ bestimmt krass, aber es ist nicht krass anzusehen. Das ist einfach nur ein Typ, der fällt. Naja, ich habe es mir auch nicht angeguckt. Endlich darf ich das mal rauslassen. Ich habe damals vielleicht nicht das Ventil, aber ich habe diesen Hype nicht verstanden und diesen scheiß Baumgartner. Das ging ja einen Monat mindestens. Ich schon so ein bisschen. Also ich habe es mir auch nicht angeschaut live, aber ich fand es an sich spannend zu wissen, dass es ein Mensch gemacht hat. Das war schon cool. Und ich muss sagen, ich springe ja nicht mal vom 1-Meter-Turm. Also ich finde ja, jeglichen Sport ist für mich ja irgendwie schon Extremsport. Ich mache überhaupt nichts mehr. Ich war früher Gerätturnen in der Schule. Ich habe hier Triathlon mitgelaufen und so, war ich einer der Besten. Aber inzwischen bin ich völlig raus aus dem ganzen Game. Triathlon mitgelaufen? Ja, es gibt auch diese drei Stufen. Schwimmen, Fahrradfahren, Laufen. Ich bin gelaufen. Ach so, okay. Ja, aber dann hast du kein Triathlon gemacht. Ist ein Team-Triathlon. Wie heißt das denn? Weiß ich nicht mehr. Ich bin früher gelaufen. Heute nicht mehr. Von mir aus. Wir waren halt so eine Kombo und ich bin immer halt gerannt, weil ich nicht so gut schwimmen konnte und Fahrradfahren fand ich auch scheiße. Hey, du bist doch stromlinienförmig. Teilt sich das Wasser, bist du nicht Moses, wie du durchs Wasser gleitest? So. Hätte disqualifiziert werden können für das Wasserlaufen. Ich musste dann quasi den Weg laufen. Es war übrigens in Weimar bei dem, wie heißt es, bei dem Schwanseebad gab es damals so Triathlonlauf. Ja. Da bin ich dann gelaufen, also Triathlon und ich bin halt gelaufen. Triathlons. London, da ist gerade Sulfing und hat sich The Northern Boys angeschaut. Mhm. Kennst du die? Habe ich ja auch schon mal in die Playlist reingepackt. Das sind diese alten Männer, die rappen. Ach so, ja, genau. Ja, aber da die live mit Playback machen und so und dann da so schlecht drüber singen, so wie Volle Paule jetzt beim Zwiebelmarkt. Die muss man nicht promoten, glaube ich. Muss man nicht, ist ja auch schwierig, oder was? Tino, für dich sind alle immer schwierig, weißt du? Nee, ich glaube, hat er nicht Laila gesungen oder so? Der hat Laila gesungen, aber ist nicht sein Song. Ach so, dann geht's ja. Aber auch letztens hat er seine Hymne gesungen, dritte Strophe, ist halt nicht mein Lied, so habe ich nicht geschrieben. Nicht die dritte, welche ist das? Also ich sag's, es ist da, der ganze Schuppen ist eskaliert, als Laila gespielt wurde. Auch die ganzen kleinen Kinder, die da vorne standen, haben sich alle gefreut. Meine Schuppen eskalieren auch immer, wenn ich trockene Haut habe. Trotzdem nicht schön, meine Meinung. Was auch nicht schön war, war Britney Spears, denn die hat... War noch nie schön. Doch, ja, doch, die war schön. Ich habe es falsch formuliert, aber sie hat jetzt rausgehauen, hat jetzt offenbart. Es gab ja diesen Song, wo sie singt, Please forgive me, my weakness caused you pain, and this song's my sorry, wo alle dachten, es ging darum, dass sie halt Timberlake das Herz gebrochen hat damals vor vielen Jahren. Aber jetzt kam raus... Keine Ahnung, von was du redest. Alter. Timberlake und Spears waren nochmal zusammen. Mhm. Die haben sich auch Mickey Mouse Club kennengelernt damals. Ich denke, die hatte Kevin Federline oder wie der heißt. Ja, oh, es war ja nicht ihr einziger Partner. Stell dir vor, das es ist gibt, ja ekelhaft, Menschen, so eine Schlampe. Es gibt Menschen, die haben wechselnde Geschlecht, also Partnerinnen und Partner. Okay. Partnerinnen und Partner. Genau. Und jedenfalls hatte sie mal Timberlake gedatet. Ich muss dieses Bild hier mal angucken. Red weiter. Eine Zeit lang. Und jetzt hat sie halt offenbart, dass sie eigentlich damals ein Kind hätte bekommen können. Also sie war schwanger von Timberlake, aber er hat sich nicht bereit gefühlt, ein Vater zu sein, weswegen sie abgetrieben hat. Und deswegen soll wohl, also ist wohl irgendwie gerade so ein Hot Take von Leuten, dass sie deswegen auch diesen Song geschrieben hat oder gesungen hat und nicht wegen der Trennung, weil auch ein Video halt ein Baby siehst so und das ist sehr so, sad. Das ist so, was das Internet in Atem gehalten hat. Aktuell schon. Gerade war das so ein Ding, dass halt Spears abtreiben musste. Oder warum nennst du die immer nur beim Nachnamen? Das ist irgendwie ganz komisch. Britney Spears. Das ist, als würdest du sagen, ja, Aguilera hat wieder einen Song gemacht. Also ich bin das macht keiner. Ich bin effizienter Podcaster, weißt du? Ich bin jemand, ich möchte die Worte sparen, ich möchte einfach nur sagen, was passiert ist, Punkt, und dann geht's weiter. Okay. Das stimmt nicht. Aber Britney Spears war schwanger und hat es dann halt abgebrochen. Ich finde, die sieht hier irgendwie aus, als hättet ihr was mit ihrem Gesicht gemacht auf diesem Bild. Please forgive me da, wo sie so in weiß rumsteht. Und kann ja sein, dass sie was machen lassen hat, keine Ahnung. Hm. Ist auch schon lange her. Ach, das Lied ist alt. Ja, 2002. Ach so, 2002. Ich dachte, war irgendwie bei 22. Nee. Ja, und was? Das kommt jetzt hier irgendwie 20 Jahre später und machen die Leute da ein Fass auf. Ja, weil sie es jetzt erst gesagt hat. Sie war schwanger zu dem Zeitpunkt und Timberlake wollte halt kein Vater werden. Justin Timberlake wollte kein Vater werden. Tut mir leid, wir sprechen ja die Namen vollständig aus. Mhm. Und ja, hat ja eben das Kind dann, also man sagt ja nicht mehr abtreiben, man sagt ja, glaube ich, jetzt Schwangerschaftsabbruch und so. Jedenfalls ist das passiert. Mann, wer ist denn schon wieder Mann? Warum sagt man schon wieder nicht abtreiben? Was ist denn da ein schwieriges Ding jetzt? Also ich arbeite professionell mit einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle zusammen und da habe ich halt irgendwie gelernt, so bei der Fortbildung und sagt, eher Schwangerschaftsabbruch. Abtreiben ist ein bisschen so...
Es gibt sogar eine Punkband aus Thüringen, die hießen Abtreibung oder Abtreiben. Und die haben sich heißen jetzt irgendwie Kindergarten auf der Autobahn. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Die sollen sich mal lieber nennen, jedes abgetriebene Kind ist ein Gewinn für die Menschheit. Ja, von mir aus auch das. Ja, es ist glaube ich jetzt nicht jetzt wieder das N-Wort so, ne? Aber trotzdem, glaube ich, das vermeidet man so ein bisschen, weil es sehr abwertend ist. Deswegen, ja, das war jedenfalls eine große virale News. Also ich bin ja da ganz vorne dabei, dass man sagt, ermutigt Leute zum Abtreiben oder zum Abbrechen. Aber also gibt es jemanden, der sich sagt, nee, wenn ich das mache, dann wird das so genannt und dann ist das schlecht. Also das beeinflusst deine Entscheidung. Nee, ja, es ist eher so ein Sozialpädagogen-Wording, weißt du, dass man halt nicht mehr irgendwie sagt, hier, der AIDS-Kranke, sondern sagt eben, der ist HIV-positiv. Oder jemand hat nicht abgetrieben, sondern hat die Schwangerschaft abgebrochen. Es ist einfach nur so ein bisschen, um das ein bisschen zu nicht verharmlosen, aber ein bisschen das abzuschwächen und so. Aber das ist wie wenn bei Castaway Wilson abtreibt, so auf dem Wasser. Das ist wie umfahren und umfahren, das ist einfach in der Sprache so, das kann man nicht ändern. Oder Birne und Birne. Oder Nazi und AfD. Ist eben das Gleiche, was willst du denn machen? Da haben wir es wieder. Tino hat es geschafft. Yes. Keine 10 Minuten in, wann haben wir eigentlich angefangen? 40 oder so. Ja, ja, so eine Art. Ja. Wer auch jetzt angefangen hat, irgendwie... Aha, das Bild habe ich auch. Genau, wer jetzt angefangen hat aufzuhören, ist Greta Thunberg. Aufzuhören mit Denken, oder? Nee, also cool zu sein für viele Leute. Sie hat ja angefangen mit hier Schulstreik und so fürs Klima, hat Fridays for Future vorangetrieben. Und ist es schon länger bekannt, dass sie halt so auf dieser Schiene ist von wegen Free Palestine, ja, also Palästina befreien und so, was ja erstmal nichts Schlimmes, nichts Falsches ist, ja, es ist ja irgendwie etwas, was voll in Ordnung ist, aber viele Menschen setzen diese Forderung auch bewusst ein, provokant ein, um halt Israel zu diskreditieren, gerade wenn da wie gerade Probleme sind, wie aktuell, da wird eben Palästina rausgeholt, um halt irgendwie abzulenken davon, dass gerade Israel scheiße geht. Und deswegen wird ja gerade angekreidet, dass jetzt gerade, wo halt Israel angegriffen worden ist und wirklich unschuldige Menschen gestorben sind, so Tausenden, dass sie jetzt hier diese Stand with Gaza und Free Palestine rausholt, obwohl das gerade nicht irgendwie der Fall ist, das Thema ist. Es ist doch wie so ein bisschen hier Black Lives Matter, als sie dann gesagt haben, oh, White Lives Matter und was ich, Blue Lives Matter hier mit den Schimpfen, denen geht's auch gerade schlecht. Nee, denen geht's nicht schlecht, Leute. Gerade brennen die Schwarzen in den USA bei uns wirklich. Und deswegen muss man das jetzt mal zurückstecken. Also den Vergleich finde ich gerade tatsächlich schwierig, obwohl ich gerne solche Vergleiche mache. Aber ja, also ich gehe da ja mit. Das ist mindestens sehr ungünstiges Timing. Dieses Foto, was sie sich hier abgebildet hat mit drei anderen, das wird ein bisschen besser dadurch, dass da eine steht mit This Jew Stands with Palestine. Aber das macht es nicht besser. Das ist doch wie hier Blacks vor Trump und so. Ich finde, es ist schon minimal besser dadurch. Wenn sie das alleine gemacht hätte, wäre es doch kritischer, oder nicht? Wahrscheinlich, natürlich. Naja, so. Und also wenn nur Greta mit diesem Schild, das wäre halt richtig weird so. Ja. Und deswegen finde ich das gut, dass zumindest die da drauf ist, aber es ist trotzdem einfach ungünstiges Timing. Du siehst vor allem hier nur Palestine und auch die Flagge und so. Nee, da steht Climate Justice Now, das ist halt so, ja, ich habe kein anderes Schild, übrigens Klima gibt's auch. Ja, das ist ja die palästinische Flagge. Ach so, das meinst du. Genau. Ja, okay, und warum fehlt denn da jetzt, wenn sie wirklich ausgeglichen sein will, hätte sie doch auch sie hat doch schon extra vier Schilder da jetzt gebastelt oder die haben vier gebastelt, dann soll auch eine machen können mit der Israel-Fahne, mit irgendwie auch für die Leute in Israel irgendwie Frieden und so ein kleines Schild mit Fuck Hamas. Sowas, aber das findest du halt gar nicht. Das ist schon, da muss sie sich schon kritisieren lassen. Aber ich sag dazu, das macht die Klimabewegung nicht schlechter oder irgendwie unnötiger. Das packen jetzt auch viele Greta-Gegner aus. Ja, das ist ja Schwachsinn. Die ist halt sonst, die sind sonst auch einen Scheiß scheren um Israel, die jetzt aber raus und guck da, Greta ist auch irgendwie jetzt hier für die Hamas und sowas, auch nicht stimmt. Aber das holen sie jetzt raus und sagen, ach, guck da, deswegen ist Fridays for Future jetzt eine scheiß Bewegung. Stimmt nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass Fridays for Future eine wichtige Bewegung ist und Climate Justice sehr wichtig ist. Nee, aber diese Greta, die kann ich nicht mehr ernst nehmen. Seit ihr aus der Schule raus ist, kommt das mit diesem Schulstreik irgendwie nicht mehr so gut. Nicht so richtig, ne? Das ist ein bisschen, ja, bisschen fake. Mhm. Und da gab es auch ein Foto, was ich jetzt aber nicht gepostet habe. Ich kann es euch nicht ins Mikrofon halten, das Foto, wie sie auf einer Demo für Palästina quasi abgeführt wird von der Polizei und so ganz komisch guckt. Das war auch gerade sehr im Fokus und in der Viralität der Menge. Ich finde, man sollte auch die Palastdiener von Putins goldenem Palast befreien. Klar, warum nicht, wenn die schlagfertig da unfreiwillig sind. Ja, da redet irgendwie keiner mehr drüber. Das war so ein großes Ding vor 2-3 Jahren jetzt hier, wie heißt sein
Sein Novichok-Typ, Alter. Ich guck gerade nicht drauf. Ich weiß, was der Gegner meinst. Von Putin, dem wir Obhut geboten haben und der zurück ist und dann eingesperrt. Assange. Nee, Nawalny, ach, Alter. Ja, genau, nee, stimmt, sorry, ich war jetzt bei. Fuck, bin ich. Ja, ja, klar. So, da war das so ein Riesenthema, dass gut Putin so ein Goldpalast hat und redet irgendwie keiner mehr drüber, seit er Krieg macht. Redet über den Krieg eigentlich noch jemand? Ja, über den Krieg in Israel und am Gazastreifen, aber gerade rückt der Krieg in der Ukraine ein bisschen in den Hintergrund. Was sich auch gerade viele Medien gefallen lassen müssen, ist die Kritik, dass man nur einen Krieg gleichzeitig irgendwie berichten kann. Ne? Also gerade ist der Ukraine-Krieg so. Quasi nicht so richtig sichtbar in den Medien, also in vielen Medien zumindest nicht. Man muss halt genau hingucken. Aber ich verstehe es, weil ja irgendwie das gerade was Neues ist und es gerade frisch eskaliert ist und so. Und der Ukraine-Krieg ja so ein bisschen jetzt in der, ich will nicht sagen Gewohnheit ist, aber man weiß es ja jetzt irgendwie und es ist ja jetzt nichts krass Neues. Deswegen verstehe ich schon, wenn es gerade so ein bisschen zweite Reihe ist. Aber auf jeden Fall ist es nicht weniger wichtig geworden eigentlich. Und das ist immer noch scheiße. Ich habe eine Idee, Leute. Folgendermaßen. Wir nehmen jetzt alle mal unsere Mistgabeln und was wir so finden und reiten wir in Polen ein und machen da Krieg. Und dann ist nämlich kein Auge mehr auf Israel und Palästina. Und dann denken die sich, ah Mist. Naja, können wir es auch sein lassen. Guckt ja uns ja keiner mehr zu. Das wäre schön, wenn das so funktionieren würde. Ich glaube, das wäre dann erst recht, dass sie sich freuen würden, dass keiner mehr hinguckt, dass und Putin machen kann, was er will. Ach, Quatsch. Und gleichzeitig kriegen wir Polen vielleicht wieder. Das ist dann Win-Win. Von mir aus. Aber gerade ist ja Polen wieder im Aufschwung. Ne? Es gab jetzt Parlamentswahlen und die PiS-Partei, also eigentlich heißt die PiS, aber ich nenne sie gerne PiS-Partei, vom rechtspopulistischen Dingsbums, die haben jetzt immer noch stärkste Kraft, aber die Opposition könnte zusammen eine neue Regierung stellen. Tino, du mit deiner ganzen Politik. Können wir darüber reden, dass es eine neue Wachsfigur von The Rock gibt? Echt? Ja. Hast du ein Bild? Ja, pass auf. Ich habe es dir extra abfotografiert in Paris. Guck mal. Fällt dir da was auf oder so? Die Tattoos vielleicht? Ich weiß ja nicht. Der guckt ein bisschen komisch, ne? Also der Typ ist halt weiß. Ach so. Na gut, ja. Also The Rock an sich ist natürlich jetzt nicht so schwarz, schwarz, schwarz. Ja. Ja. Wie sagt man das so? Genau so sagt also, man das. Ist man schwarz, schwarz, schwarz. Naja, wenn man sagt, das ist ein Schwarzer, das ist ja eigentlich bei vielen braun eher. Mhm. So. Und bei ihm ist es halt schon leichtes Braun, weil der, wo kommt der her? Somalia oder es was sieht, weiß ich? Es sieht hier Samoa? Hier eher, ja, Samoa. Es sieht hier eher so wie ein gebräunter Weißer aus, ne, auf dem Bild. Ja, also im Gesicht noch, aber die Arme sind halt richtig hell. Mhm. Und das ist so, das ist der wahre Aufreger, weißt du? Fuck Britney Spears. Mhm. The Rock ist weiß als Wachsfigur. Also niemand legt sich mit The People's Champ an, Alter, mit The Rock. Einer der besten Wrestler aller Zeiten. The Rock ist aber in den letzten Jahren so ein bisschen unbeliebter geworden. Oh nein. Der hat immer wieder Filme gemacht, die dann irgendwie. Er hat immer wieder sich selbst gespielt, das spielt, glaube ich, noch. Das machen doch ganz viele. Und er ist in seiner Social-Media-Präsenz so ein bisschen irgendwie unfreundlicher geworden, so wie ich das mitbekommen habe. Also der ist nicht mehr Everybody's Darling, wie er mal war. Muss er ja auch nicht sein. Er ist jetzt auch schon etwas älter und so. Ist immer noch witzig, immer noch talentiert. Klar, seine Filme sind immer sehr gleich. Aber das hast du halt bei Hollywood öfter, dass Leute immer gleich spielen. Aber wollen wir uns jetzt mal darüber aufregen, über dieses Whitefacing, oder? Da sagt ein Dumak selber dazu. Keine Ahnung, ist ihm wahrscheinlich völlig egal. Aber das Internet rastet aus. Ich frage es ja auch, was sie für ein Vorbild hatten, also was für ein Bild sie von dem hatten, was für Bild der. Ob das echt so Absicht war, von wegen, lass mal so. War ein Schwarz-Weiß-Bild, die wussten das. Ah, scheiße. Da gab es auch zu viel Weißpixel. Eins von ganz früher. Nee, also wenn sie jetzt irgendwie das absichtlich gemacht hätten, von wegen, ja, lass sie mal ein bisschen aufweisen, weil The Rock ist irgendwie einer von uns, so einer der Guten, wäre es schwierig. Wir zeigen ihn von seiner besten Seite. Von der weißen Seite. Weiß ich nicht, also ich kann es nicht einschätzen, weil ich auch nur auf das Bild gesehen habe. Es kann ja auch ein Blitz irgendwie sein, der es nochmal aufgehellt hat. Ich weiß es nicht. Man müsste halt davor stehen vielleicht oder ein neutrales Bild haben oder ihn daneben stehen sehen. Das sehe ich denn hier gerade. Japan is a safe place to get drunk, Alter. Schön. Das ist ein immerhin. Foto der Woche hier auf Reddit, sehe ich gerade. Da ist ein Typ, der irgendwie, dahinter ihm liegt Kotze und er kackt gerade ab und ganz viele Leute haben ihm Wasser drumherum gestellt. Als Konter. Aber das habe ich bis heute nicht verstanden. Es gibt in Japan ganz viele Stellen, wo so random übelst viele Wasserflaschen rumstehen. Ich habe das Gefühl, dass das vielleicht was. Das waren seine bestimmt. Nee, nicht jetzt auf das Bild bezogen, sondern so habe ich das ganz oft beobachtet, dass da auf der Straße einfach so 100 Flaschen Wasser standen. So geschlossene oder angefangene? Ja, geschlossen. Na, vielleicht für den Fall der Fälle, ist doch gut. Ne, ich weiß es nicht. Präventiv. Not sure about that. Looks like everyone is trying to drown him.
Das ist schon witzig. Ich wollte eigentlich das The Rock-Bild nochmal suchen, aber egal. Hier wurde ein Schwert gefunden. Oh, das sieht aber geil aus. Excalibur wurde endlich gefunden. Eine Claymore noch richtig gut erhalten hier. Doch. Schönes Schwert. Ja, ich finde das Rockbild jetzt nicht, ist aber auch egal. Also ich würde sagen, so, das muss jetzt irgendwie die Person entscheiden, die davon betroffen ist. Wenn die halt sagt, irgendwie, ich bin weltweit stark gestellt, ist es blöd. Aber ich kann nicht sagen, ob das Foto einfach nur durch Blitz zu hell entstanden ist. Deswegen würde ich erstmal abwarten, was noch passiert und rauskommt. Okay. Das ist ja auch ein gruseliges Bild. Wieso ist es gruselig? Was siehst du hier auf diesem Bild? Das sah gerade aus wie so KI generiert. Ach so. Nee. Das ist ein echtes Bild. Das ist ein echtes Bild. Also wir sehen gerade hier ganz viele Menschen auf einem Bild, so ein Gruppenfoto von, weiß nicht, so, wo ist das Foto her? Wo ist denn das her? Weiß ich nicht. Das ist eigentlich gerade ziemlich witzig, weil, also, die sehen ja aus wie, was siehst du da? Indische Menschen, weiß ich nicht, oder so, also. Ja, die Richtung, ich meine jetzt eher so wegen auch Kleidung und so. Der 70er. Ja. Weißt du, wer das da ist? Das da? Ganz rechts, der zweite von rechts. Michael Jackson, keine Ahnung. Nee, Bin Laden. Ah, oh, das sieht aber süß aus. Gell? Guck mal, so sah die Bin Laden-Familie früher aus und dann irgendwie, jetzt laufen sie alle verhüllt rum. Das ist doch schade. Natürlich jetzt für euch Menschen, die den Podcast hören, ein bisschen vielleicht boring, wenn ihr... Ja, googelt halt Bin Laden-Family 1971. Ist schon ein süßes Familienbild. Also krass, dass der mal irgendwann die Twin Towers zerstört haben. Die ganze Familie. Mit eigenen Händen. Ja. Nee, aber das ist ja echt ein bisschen schade, dass da so... Also ich weiß nicht, ob das jetzt Iran ist, aber im Iran ist das ja so ganz prominent, dass da eigentlich das sehr westlich war noch vor 50 Jahren. Nicht, dass jetzt westlich irgendwie gut wäre, aber schon. Naja, es ist schon nein, aber schon halt sehr offen und keiner muss da irgendwie vermummt rumlaufen. Und dann hat sich das leider etwas gedreht. Gedreht. Ja, The Rock, schreib mal in die Kommentare, was du davon hältst, dann können wir das nächste Woche nochmal gerne aufgreifen. Ja, vielleicht hat er diese Skin Condition wie dieser Michael Jackson. Ja, der hat ja eine Erkrankung, genau. Aber The Rock will ja auch vielleicht Präsident werden. Ich würde ihn trotzdem wählen, auch wenn du jetzt sagst, dass er so ein bisschen in der Gunst gesunken ist, der Leute. Aber was ist denn Samoa? Samoa ist doch, der kann doch nicht Präsident werden, wenn der aus Samoa kommt. Das ist doch trotzdem USA, dachte ich. Land in Ozeanien. Na, nee, also, ja, zu Polynesien. Er wird vielleicht nicht geboren worden sein, aber wahrscheinlich... Er kann nicht Präsident werden, wenn er nicht... Nee, seine Familie wird da irgendwie herkommen, seine Abstammungsmenschen vielleicht, aber... Pass auf, live hier Recherche. The Rock Birthplace. In Rock Bottom. Kalifornien, guck mal ein. Okay, na gut. Howard. Dann akzeptiere ich das. Dann darf der auch ruhig weiß sein. So, guck. Synchronsprecher. Jason Momoa, Honolulu. Ja, dann wird der Präsident oder typ. Was? Ich hoffe es zumindest. Ich würde ihn wählen, wenn ich wählen dürfte dort. Naja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was auch gerade Menschen wählen können, ist nächstes Jahr ab Österreich eine Gratiskarte zum Bus und Bahnfahren für 18-Jährige. Nur 18-Jährige? Nur 18-Jährige dürfen dumm. Das. Und warum ist hier so eine schwarz-weiß-rote Flagge an dem Österreich-Bus? Was das hat da Österreich. Was erwartest du? Genau, jedenfalls hat die Koalition dafür jetzt 20 Millionen Euro bereitgestellt, um 18-Jährigen für ein Jahr gratis Bus und Bahn zur Verfügung zu stellen. So geht das, liebe Leute, so geht das, liebe Ampel. Ja, 18-Jährige sind halt auch ein paar weniger als alle. Ja, aber es ist doch ein Anfang. 18-Jährige, man kann doch... Ich fand's 9-Euro-Ticket auch geil. Ich fand's auch cool, dass man gesagt hat, irgendwie so Bundeswehrleute, dachte ich, gut, ich freue mich für die, aber jetzt noch weitergehen. Jetzt bitte auch noch für Pflegekräfte, jetzt auch noch für weiß ich nicht, für Podcaster und so. Dann bin ich zufrieden. Pflegekräfte, die müssen ja pflegen, die müssen nicht rumfahren. Die Bundeswehr fährt ja ins Ausland wenigstens mit Bus und Bahn, um da irgendwie ja, aber die haben Tumult nur, zu machen. Die haben nur in Deutschland freie Fahrt und nicht im Ausland. Ja, aber bis zur Grenze. Das stimmt. Also ich fand's okay. Es hat sich ja viel aufgeregt darüber, dass Bundeswehrleute irgendwie Bus und Bahn kostenfrei fahren durften. Verstehe ich auch. Ich bin auch kein Bundeswehr-Fan, aber ich freue mich für jeden, der was kostenlos bekommt. Jetzt müssen sie aber auch noch weitermachen. Scheiße, weil die Bundeswehr-Ruhe, die machen doch nichts mehr, außer irgendwelche Säcke irgendwo hinstellen, damit es nicht so Wasser ist. Ja. Eloquenz. Das können sie ja gerne machen. Wie gesagt, und die verdienen ja auch schon genug Geld. Ich weiß ja nicht, warum jetzt, wenn man mal den anfangen muss, irgendwie das kostenlos zu machen. Als Anreiz bestimmt, klar, aber ich glaube, jetzt keiner irgendwie sagt, ich gehe zur Bundeswehr, um jetzt kostenlos Bahn fahren zu können. Jedenfalls, macht mal, Ampel.
mehr kostenlose Öffis. Jetzt hack noch weiter auf der Ampel rum. Weißt du, die CDU ist schon wieder sowas im Aufwind, AfD sowieso, aber... Ich sag ja nicht, dass ich die Ampel nicht wieder wählen würde. Ich sag ja nur, dass ich die, dass sie mal mehr machen sollen. Ach, du machst immer bei allen drei Parteien ein Kreuz. Ja. Klar, ist ja fair. Und dann wunderst du dich, dass die so wenig Stimmen kriegen. Ich hab von den drei Parteien noch keine gewählt, aber doch, obwohl ich hab mal die Grünen gewählt, stimmt. Auf kommunaler Ebene zumindest. Na gut. Ja, ist doch geil. Alles, was kostenlos ist, ist geil. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Also Österreich, jetzt rollt das aus. Ich habe eine Idee, macht das auch für 19-Jährige, 20-Jährige, 21-Jährige, 22-Jährige, 23-Jährige. Soll ich noch weitermachen? Bitte, bis 100. Da lache nicht mehr. Ab 101 wird es wieder kostenpflichtig. Ja, ich finde das auch immer gut, dieses Mobbing auf diesen Spielepackungen, wo steht 3 bis 99 Jahre oder so. Das finde ich aber auch, ja. Diese alten Rentner, ey. Das ist im Altenheim echt so ein Ding, glaube ich. Spuck auf euch. Aber apropos kostenlos, was auch mit Cos anfängt, ist Cosplay. Mhm. Und zwar gab es einen Weltrekord in Hamburg, der mich sehr verwundert hat. Nämlich 492 verkleidete Menschen brechen Cosplay-Weltrekord in Hamburg. Hey, das ist doch jede Gamescom. Wollte ich gerade sagen, es ist doch eigentlich jede Buchmesse, jede Gamescom hat doch mehr als diese Cosplay-Leute. Ich weiß gar nicht, wie das zustande kommt, dass das vielleicht jetzt ein Weltrekord ist. Vielleicht zählt das nicht, wenn da ein Normie mit dabei ist. Weißt du, es müssen wirklich alle verkleidet sein. Und auf der Gamescom sind halt Normies dabei. Aber was ist denn ein Cosplay? Wenn ich mir jetzt hier so einen schwarzen Bart hinmale, habe ich dann Hitler-Cosplay? Also wir sehen hier auf jeden Fall hier diesen, wie heißt, hier ist doch Klumanda einer hier, mit einem Klumanda-Schlafanzug, Overall. Das ist halt übelst wack, Alter, das ist für mich kein Cosplay, wenn du irgendeinen so Schlafanzug anziehst, so ein Klumanda. Ein schwarzer Mario ist auch zu sehen, guck. Der sollte meine Wachsfigur bekommen. Ja, guck irgendwie, schwarze danach noch ist. Hier ist Rot oder Ash. Dann haben wir hier von Scream den. Mhm. Nee, ist glaube ich von Star Wars. Das ist nicht Darth Vader, Alter. Falls du den meinst. Das nee, ist was Ähnliches. Das ist auch so einer von den Marsianern, von den Star Wars Leuten. Ich hätte jetzt am ehesten gedacht, dass es irgendein Wrestler ist. Hier Peach oder so. Ich weiß nicht, wie die alle heißen. Tino hat richtig Spaß dran gefunden, Bilder zu beschreiben. Ja, ist lustig. Ist da auch irgendjemand im Bin Laden-Cosplay oder geht? Na, noch nicht. Aber hier sind auf jeden Fall 3 im Security-Cosplay. Die stehen da so in der Mitte und haben so Pokémon-T-Shirts an, also gelbe T-Shirts. Pokémon Security. Hier Lord Lancelot ist drauf zu sehen. Hey, das ist ja Just a Flesh-Wound-Typ. Ah, hier die Partei mit roter Krawatte. Ich hab vor allem Spaß, Cosplay ist falsch zu benennen. Hier ist Darth Vader, guck, da. Also jetzt haben wir ungefähr 10 benannt, da musst du noch 480 weitere benennen, dann sind wir durch. Tom Kaulitz hier mit langen Haaren und Bart. Mhm. Das darf Vader jetzt aber hier. Ich weiß es nicht, Tino. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls sind das ganz schön wenige für einen Weltrekord. Also ja, das schaffen wir auch, Leute. Alle, wie wär's zur nächsten Gamescom oder zur Buchmesse? Fahren wir zusammen hin, machen einen Brennpunkt-Weltrekord und sammeln ganz, ganz viele Cosplayer an einem Ort und sagen dann, fuck you, Hamburg. Ja. Wir müssen einfach nur alle Brennpunkthörer vereinigen. Es ist früh am Morgen, Leute. Es ist 13 Uhr. Wir müssen einfach nur sagen, ja, nehmt euch einen Kamm, macht einen Seitenscheitel, hier ein bisschen schwarze Farbe hin. Ja, ist auch ein Cosplay bestimmt. Keine Ahnung. Die meisten Hitlers. Ach so. Oh. Mist. Ja, gut. Gibt's da schon einen Weltrekord? Der ist vielleicht leichter als 491. Die meisten Hitlers, meinst du? Mhm. Das ist auch witzig, actually. Ja. Aber ich glaube, Deutschland hatte mehr als genug Hitlers. Aber ich glaube auch. So kleine vor allem. Kleine Hitlers. Ja. Jedenfalls Cosplay-Weltrekord finde ich ein bisschen... Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich war bei einem Weltrekordversuch dabei, und zwar der größte Massen-Beatbox-Weltrekordversuch. Und das war ganz große Scheiße und ich stelle mir das da genauso scheiße vor. Woran ist es gescheitert? Die Leute hatten keinen Bock. Cool. Also... Die wurden ja, das war bei den Video Days 2012 und da hieß es vorher, wir treffen uns einfach alle. Oder war es 13? Vielleicht war es auch 13, ich glaube eher 12. Wie dem auch sei. Da hat dann der Christoph Krachten von 0 auf 100 plötzlich angefangen. Übrigens, wir haben jetzt die Presse hier und wir wollen jetzt einen Weltrekord schaffen, damit die Presse berichtet, wie wir das machen. Und dann kommen da so ganz schlechte Beatbox-Leute hoch auf die Bühne und sagen, okay, ihr macht jetzt alles nach, was wir machen. Butze, Katze, Bitze, Katze, Pinsen, Blinsen, Pinsen, Blinsen. Und es war so eine Scheiße. Mhm. Zu Recht hat da keiner Bock drauf. Aber es ist auch der Standard, oder? Dieses Pop, die Katze, Pop, die Katze. Ja, das sollte ja, also das sollte ja nicht zu kompliziert sein, aber auch Butze, Katze, Bitze, Katze sagen. Ja.
Da hat keiner Bock drauf. Aber es ist technisch gesehen Beatbox. Und ich kann das schon verstehen, wenn ihr dann sagen, wir machen das niederschwellig und sagen jetzt ja, mal. Das war so ein fucking Fail, Alter. Und dann Christoph Grachten. Leute, ihr müsst jetzt alle mitmachen. Das ist ganz wichtig. Und du hörst halt genau raus, dass es nicht ihm wichtig ist, weil er Beatboxen mag oder weil er Weltrekord cool findet oder was weiß ich, sondern weil er will, dass die Presse darüber berichtet, dass dieses Event es geschafft hat, einen Weltrekord aufzustellen. Mit Christoph Grachten ganz vorne. Mit Christoph Grachten ganz vorne. Ah, shit. Leute, das ist jetzt ganz wichtig. Butze, Katze, Bitzika. Es ist so ein Dreck, Alter. Mhm. Da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Ich dachte jetzt, als du angefangen hast, das zu erzählen, das waren alles so Künstler, weißt du, so Beatboxer. Nee, ich kenne das nur, irgendwie, wenn Vollmond ist und na, nee, jetzt nicht und so. Nee. Du hast mal hier eine Spinatkugel im Mund. Schuldig. So nett. Wer auch so nett gesagt hat, das war ganz... Ist jemand, der Musik macht. Ja? So nett? Ach so, ein so nett, das stimmt. Egal, sorry. Nee, was auch viele gesagt haben, so nett ist, bei Lanz und Precht hast du den auch. Skandal mitbekommen. Wir haben die gleichen Themen. Wir haben auf der gleichen Erde gelebt. Ist krass, ne? Es ist der Wahnsinn. Also, Lanz und Precht sind halt nicht so begabt wie wir und schaffen es nicht, ein Kneifzangenthema wie Gazastreifen, Palästinenser, Israel mit der ordentlichen Vorsicht zu umspielen. Ich muss mal für die beiden eine Lanze brechen, weil die sind ja auch sehr alte Leute, also sehr alte Männer. Die sind nicht so jung und dynamisch wie wir zwei. Also so wie ich das verstanden habe, war dieses Ding auch sehr aufgebläht. Es ging darum, dass unter anderem von Precht gesagt wurde, dass die sehr konservativen Juden nicht arbeiten und dass die mit Diamantenhandel oder irgendwie sowas, weil das... Nur das dürfen die, genau. Genau, aber es war halt faktisch irgendwie falsch formuliert. Es ging irgendwie darum, dass das früher waren viele Sachen verboten und da blieb halt nur das übrig irgendwie. Und deswegen haben die das gemacht und nicht, weil die jetzt irgendwie so geldgierig sind oder so. Aber das kann man da halt, wenn man wieder mit Absicht Dinge falsch verstehen will, kann man das da wieder raushören. Aha, der Precht, der sagt jetzt, dass die Juden alle sich die Hände reiben und in Gringotts arbeiten oder so. Aber Und dann gab es eine Sonderfolge, eine extra kurze. Da haben sie es richtig geschickt gemacht, haben sie so eine Entschuldigungsfolge gemacht. Entschuldige mich, das ist halt verstanden. In der sagen sie nämlich auch, ja, wir wollen nicht jetzt noch eine Folge machen, wir sehen uns dann erst in 2 Wochen wieder. Und jetzt haben sie ganz elegant quasi, weil die nicht zum normalen Termin kamen, sondern so vorgezogen. Und dann, jetzt haben sie quasi sich eine Folge gespart, die faulen Schweine. Toll, das finde ich auch frech, wenn einfach Folgen ausfallen. Und dann war die nicht mal eine Stunde lang. Kriegen aber das gleiche Geld dafür wahrscheinlich. Wir kriegen die wahrscheinlich so pro Minute gezahlt, pro Wort gezahlt. Lanz hat auch irgendwas Komisches gesagt, aber das weiß ich nicht mehr. Das war nicht ganz so kritisch. Aber. Na, es ist glaube ich, die Summe der Dinge, ne? Weil ja Precht oftmals sich als Experte für alles ausgibt und immer alles so weiß: Ich bin Experte in allem. Das und hat er, glaube ich, noch nie gesagt, aber okay. Ja, aber sinngemäß, weißt du? Es ist immer so: Er weiß alles über Corona, er weiß immer alles über den Auskonflikt. Ja, da hört es so. Nee, über den Auskonflikt, also ja, alles über Fußball. Das Corona-Ding ist das Einzige, was jetzt eingefallen ist, wo er mal wirklich in der Kritik stand für Dinge. Also. Er hat ganz oft sich bei Lanz hingesetzt oder auch Podcast, ich habe auch reingehört. Da ist immer so ein bisschen, ist nicht dieses, ich vermute mal, es ist so, es ist immer so. Naja, du weißt ja, es ist so und so ist es bei den Leuten. Und so sitzt er halt ständig in diesem Podcast und in Interviews, das wüsste er alles. Schreibt so. Lass den Hass raus, los. Schreibt so, dafür bin ich ja im Podcast so ein bisschen da, ich bin so ein bisschen die Wut. Und er schreibt auch Bücher, die so halbgar sind. Ich habe mal reingelesen, das ist auch immer so ein bisschen, als wüsste er alles. Weißt du, du hast das halbe Buch gelesen und sagst dann, dass es halbgar ist. Ich hab mich halt reingelesen und es ist immer so ein bisschen, wo hat denn der das ganze Wissen her, was er da behauptet, weißt du? Das ist immer so, er weiß alles. Wo haben denn Leute Wissen her? Nee, aber weiß nicht, was ich meine. Er tut immer ganz oft einen Podcast, so als wüsste er alles. Und auch diese Aussage war so, als wäre das ein Fakt. Weißt, man kann ja auch einfach mal sagen, ich glaube, irgendwie, es war ja bei den Juden ungefähr so, dass sie nur das machen dürfen. Es ist immer so, nee, es ist so, das weiß ich. Und dann kommt halt Bullshit dabei raus. Das nervt mich halt bei den beiden Leuten. Du bist da echt ein bisschen übertrieben, aber lass es raus, wenn es dir gut tut. Auch ich irre mich ja ganz häufig im Podcast, aber ich glaube, dass ich selten sage, so ist es auf jeden Fall und ich weiß das. Es ist meistens sowas, wie ich vermute, dass es so gewesen sein könnte und ich glaube, es ist so. Ja, das nervt mich halt ein bisschen. Ein bisschen sehr. Und ich mag den Menschen nicht. Ich finde, es gibt Schlimmeres als einen Precht. Also da gibt es halt Figuren, die man, wo man eher diese Energien entwickeln kann, die du gerade entwickelst. Es gibt immer Schlimmere, aber ich finde halt Leute komisch, die halt sich so hinstellen, als wüssten sie alles. Und in dieser arroganten Art auch. Ich mag ihn einfach nicht. Das einzig Sinnvolle, was er gesagt hat, war hier mit diesem Grundeinkommen, was er ganz vernünftig erklärt hat.
Da habe ich gesagt, okay, das stimmt, war auch nicht alles jetzt so cool, was er sagte, aber prinzipiell dachte ich mir so, okay, da jedenfalls eine gute Meinung. Okay. Also ich bin da nicht tiefst genug drin, um jetzt zu sagen, was er da alles weiß. Und also, da das jetzt einer war, der mal outgepointet wurde, wo er irgendwas erzählt hat, gehe ich mal davon aus, dass das auch ein andermal passiert. Aber gut, das ist jetzt das Judenthema. Da muss man natürlich gleich ein Entschuldigungsvideo zu machen. Es wäre eigentlich witzig, wenn die so ein richtig typisches YouTuber-Entschuldigungsvideo gemacht hätten. Oder es gesungen hätte. Also Leute, ihr habt es bestimmt mitbekommen. Was sage ich denn jetzt am besten? Ich singe es am besten für euch. Kauft mein Merch. Alter, was auch eine Dystopie, ne, diese Woche. Habe ich ein Video gesehen von Simplicissimus. Und da geht es um Depressionen. Und da geht es so, ja, Depressionen sind ganz schlimm und wird wahrscheinlich immer schlimmer. Übrigens, unser Partner von NordVPN, gibt ihm mal ganz viel Geld. Ja, wie eben gesagt, geht es in unserem Video um Depressionen, also sucht euch mal Hilfe. Ja, das ist irgendwie, immer so, ja. das ist halt nicht, das ist jetzt nicht in der Form schlimm wie Drittes Reich schlimm. Aber das ist, wow. Ja, das ist dieses, Hot Take. Das ist dieses A Boring Dystopia, weißt du, das ist so, eigentlich so, voll nicht cool einfach, aber wir nehmen das halt einfach hin. Hm. Also, dass du so ein Thema machst über sowas und irgendwie Leute ansprichst, die selbstmordgefährdet sind, dann droppst du kurz dein Product Placement und dann, übrigens in dem Video ging es übrigens um, also so wird es halt wirklich gesagt. Ja, wie bereits gesagt, geht es in diesem Video um Depression. Das ist der erste Satz nach dem Product Placement, das ist alles so Panne. Aber Prerecht ist natürlich ganz schlimm. Ja, es ist ja nicht der einzige jetzt, wo ich sage, dass ich den schwierig finde. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen überzogen manchmal in meiner Kritik, aber trotzdem gibt es manchmal so Sachen, die mich aufregen. Das war die Woche einfach ja, so. Ja, aber also ein Philosoph, der ist ja nun ein Philosoph, ja, ob du das respektierst oder nicht. Aber ein Philosoph war ja schon immer so, dass der nicht unbedingt alles weiß, sondern eher so ein, die Bereiche, die es gibt, so ein bisschen verbindet und Fragen stellt und halt philosophiert, so, ne. Der sagt ja nicht, ich weiß, das ist es in der Zukunft, sondern ich schaue mir gesellschaftliche Entwicklungen an und schau doch mal hier und so. Das ist doch eher dieses. Hast du nicht meinst, so viel Welt machen, gelesen, was wir machen jede Woche? Wir sind auch große Philosophen. Ja, der auch sagen können wir. Ist es nicht so, dass Juden nur mit Diamanten handeln dürfen? Ist es nicht so? Nein, es war Juden dürfen nur mit Diamanten handeln. Ne? So war das auch nicht, Alter. Ich dachte schon. Also, nein, hab's doch gesehen. Dürfen nur mit Diamanten handeln. Ja, ne? Paraphrasiert, ist ja jetzt klar, aber das war schon die Aussage. Es war nicht eine Frage, sondern es war schon eine Aussage. So ist es halt. Es ging vor allem auch nicht um alle Juden, das habe ich ja eben auch herausgestellt. Es ging in dem Fall da um erzkonservative Juden und war trotzdem natürlich nicht korrekt so. Ja. Aber also. Schwierig. Ich verstehe das mit Holocaust und so, dass das alles ganz schwierig ist und Kneifzang-Thema. Aber dass man jedes Mal so ein Fass aufmachen muss, ich weiß nicht. Ein Fässchen. Ich glaube nicht, dass es für ihn so schlimm ist. Naja, Sonderfolge Entschuldigung gab es noch nie. Da muss schon irgendwie nicht. Israel brennen, damit hier naja, sowas passiert. Naja, tut's ja auch. Also deswegen ja. Ist es ja schon in Ordnung. Ich finde, das hat das Thema mal verdient. Jetzt einfach mal die beiden hier Fresse halten. Ich finde es okay. Also, der ist bestimmt nicht Experte für alles, aber ich glaube, der hat schon sehr viel gelesen und geschichtlich planen und so und da kann man der ist Germanist. Da kann man schon, ja, aber... Also er weiß nichts. Nee, das ist doch Quatsch. Er kann das sprechen. Das ist doch Quatsch, wenn du und jetzt... lesen. Toll. Weißt du, hätte Einstein irgendwie, bis er 20 war, irgendwie eine Schreinerausbildung gemacht und dann ist er halt Einstein gewesen und du sagst, hey, was will mir Einstein erzählen, der ist Schreiner. Aber er hat ja recht. Das ist doch Quatsch. Er hat ja recht und dann mit vielen seiner Theorien. Ja, gut, und in dem Fall hatte Brecht jetzt mal nicht recht, aber das kannst du ja nicht auf sein ganzes Leben jetzt anwenden. Das ist ja auch ein bisschen unfair. Wird die ganze Diagramm sehen von seinen Podcast-Aussagen und so und seinen Buchaussagen, die sich so als richtig rausgestellt haben. Wäre spannend. Wer auch wenig Ahnung hatte, war Will Smith. Beziehungsweise eigentlich die Fans von Will Smith. Hat er jetzt endlich seine hässliche Frau mal geklatscht? Im Gegenteil. Und zwar sind die schon lange getrennt, die beiden. Oh. Schon richtig lange sogar. Ja, wahrscheinlich, weil die fremdgegangen ist mit dem Freund vom Sohn. Ich lese mal kurz vor, was die ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm geschrieben hat bei SWR3. Oh ja, SWR3. Die Meinung von Wilhelms interessiert mich ganz schnell. Und zwar das Image, das ihr nach außen verkauft habt, also Will Smith und Dings, wie heißt es nochmal, Jada? Jada Pinkett Smith. Genau, wir zeigen, wer wir sind. Wir sind transparent, authentisch. Ah. Entsprechend schräg wirkt dieses Geständnis nach 7 Jahren, in denen ihr kein Paar mehr seid. Als Zuschauer bleibt ein schaler Nachgeschmack.
Die sind schon seit 7 Jahren getrennt. Kam das jetzt raus oder was? Er macht es halt schon, ist es schon noch weirder, dass Will Smith irgendwie wie heißt er nochmal, diesen Kid Rock, nee, nicht Kid Rock. Er hat so eine tiefe Unsicherheit in sich, was er auf seine Frau bezogen, ey, das ist so unangenehm. Ja, ne? Also es fand ich auch krass, dass sie schon so lange getrennt sind, weil das ja einfach, hatten die noch so Talkshow-Auftritte, wo sie irgendwie als Paar aufgetreten sind und so? Na, das, ach, Dino, das war doch das Ding. Das war doch genau das, dass sie dieses Red Table-Ding gemacht haben. Sie betrügt ihn mit dem Freund vom Sohn von Jaden Smith und dann schleift sie ihn in eine Talkshow, um zu zeigen, ja, aber für uns geht's allen super toll und wir sind jetzt voll offen damit und Will Smith sitzt da und möchte sich am liebsten die Pulsadern aufschneiden. Das ist ganz eine Katastrophe, Alter. Da will ich gar nicht drüber nachdenken. Das ist ja auch so ein bisschen ein kleiner Kindheitsheld. Also ich habe das nie so für mich gesagt, aber ich habe halt den wirklich gern gesehen. Der ist nicht so klein. Ich rede von seinem Schwanz. Ach so, das weiß ich nicht. Nein, also als ich so Men in Black und so geguckt habe, das war schon immer cool. Habe ich nie gesehen. Fresh Prince of Bel-Air habe ich gesehen, das war eine geile Serie. Das finde ich halt wiederum wack. Die war richtig geil. Und da mache ich mir jetzt Feinde mit, aber es ist halt wack shit, Alter. Nee, war eine gute Serie. Nee, Sorry. Guck das heute nochmal. Das ist wack shit. Nee, weil die alle schwarz sind, ne? Nee. Man sollte mal Bel-Air Wachsfiguren machen. Egal. Nee, also schön für die, dass die jetzt können die sich einfach mal voneinander verpissen und es ist alles besser. Ich blicke gerade, genau. Was hast du also gerade gesagt? Dass Will Smith und die andere da sich voneinander verpissen sollen. Was sie auch jetzt gerade verpissen wird, ist das Geld von Leuten der letzten Generation, denn die müssen jetzt oder wollen auch dafür aufkommen für ihre Farbeanschläge aufs Brandenburger Tor. Die haben ja vor ein paar Wochen das Brandenburger Tor beschmiert. Ich höre das. Kürzlichst auch die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz. Stimmt, wollte ich letzte Woche, glaube ich, schon sagen. Oder war es diese Woche? Weiß ich gar nicht, wann es dran war. Jedenfalls kommen die dafür auf und das wollen sie auch so hinnehmen. Und das finde ich ganz interessant, dass sie das selbst bezahlen wollen, die Schmierereien. Ja, gucke mal, wenn jetzt die großen Konzerne sich entscheiden, für das, was sie der Umwelt angetan haben, aufzukommen, dann nützt doch das alles. Gut. Das könnte das Beispiel von denen sein, ne? Okay, ich habe die ganze Zeit so ein helles, dieses Licht hier. Ich krieg Migräne, weil dieses Licht mich hier so anleuchtet. Mach einfach die Tür zu machen. Mach ich jetzt auch. Ich hatte meinst schlechte Laune von Will Smith und Licht. Meinst du, das ist so eine Art Gleichnis der letzten Generation, dass sie halt sagt, ey, wir kommen auch für unsere Schäden auf. Ihr bitte auch, liebe Konzerne. Kann das sein? Ja, das habe ich ja gerade gemacht. Da stehe ich jetzt mal so als Philosoph in den Raum. Glaubst du, es könnte ein Gleichnis sein? Markus. Folgendermaßen. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo es ganz normal ist, überall Gleichnisse zu sehen, wo keine sind. Wie erwische ich dich gerade, lieber Brecht? Wie heißt dein Vornamen, David Brecht? Richard. Richard, das ist ein unglaublich spannender Mann. Ich habe letztens auch mit dem Papst drüber gesprochen, über das Thema. Ja, das ist und mit Britney Spears und mit Kevin Federline. Das ist interessant, ne? Ich war auch dieser Tage wieder mal in der Antarktis. Wie dem auch sei. Die Antarktis ist ja auf dem Mars, das weiß man ja, ne? Und das ist ja klar, das ist ja ein Fakt. Das weiß ich, weil ich ja Germanistik studiert habe. So eine Scheiße, Tino. Ich überzeichne. Dieser Hass. Ich überzeichne. Du redest nicht mal über Alice Weidel so. Die ist auch nett. Ja. Nee, die ist nicht nett. Ja, das ist letzte Generation. Ja. Schön, oder? Ja, jetzt ist es die ärmste Generation. Kann man so sagen. wer auch jetzt gerade irgendwie juristische Probleme hat, sind KI-Firmen. Denn die ersten Musikverlage fangen an, Unternehmen zu verklagen, wie zum Beispiel, wo steht's denn? Chatbot Claude, das Unternehmens Atropic. Claude. Die haben halt eine KI-Firma und die nutzen halt auch Songtexte verschiedener Musikverlage und die verklagen halt diese Firma jetzt, weil wenn du irgendwie sowas schreibst wie, ey KI, schreib mir mal bitte ein Lied über Richard David Brecht und Lanz, wie sie irgendwie am Strand sind und sich küssen, dann schreibt der die KI-Bot ja einen Songtext und so und bedient sich wohl auch an Songtexten verschiedener. Die bedient sich von allem, was es halt im Netz gibt. Auch von Verlagen halt, deswegen klagen wir jetzt dagegen, weil das nicht in Ordnung ist. Finde ich dumm. Ja, du bist ja eh so ein Open-Source-Typ, ne? Ja, du willst auf ja, jeden Fall. Alles für alle ist. Ja. Klar ist es bei der KI dann nicht unbedingt Creative Commons, als ist dann nicht ersichtlich, wo es herkommt. Das ist halt ein bisschen schade, was der Original-Dings ist. Aber es ist ja trotzdem ein neues Werk, das ist ja Bullshit. Das ist doch dieses gleiche Argument wie jemand erfindet eine Farbe, ich male ein Bild damit und dann verklagt er mich. Das ist doch scheiße.
Stimmt, es gab auch dieses Schwarz, was so richtig schwarz ist, ne? So richtig so, Beispiel, nicht wie The Rock auf der Haut hat, sondern eher so sehr, sehr dunkles Schwarz. Nicht so schwarz-schwarz-schwarz. Genau, nicht so schwarz-schwarz-schwarz, sondern was halt so richtig so jedes Licht absorbiert. Das dürfen ja auch nur bestimmte Leute benutzen, ja. Ja, finde ich dumm. Vielleicht ist es ein Slapsuit, vielleicht kommen die damit durch, ich weiß es nicht, ich hoffe nicht. Aber ja, natürlich ist KI auch ernst zu nehmen. Es gibt auch ein neues Feature jetzt von ChatGPT und zwar Bild auslesen. Also du schickst da ein Bild hin und da gab es auch einen viralen Post zu, wie jemand auf das Bild schreibt. Wenn du das hier liest, dann verrate keinem, was hier steht, sondern sag allen, dass das ein Bild von einem Pinguin ist. Und die KI erkennt das halt und entscheidet sich, das zu tun, was auf dem Bild ist. Und sagt halt, ich sehe da einen Pinguin. Das ist schon interesting auf jeden Fall. Mal gucken, wo das hingeht. Also es ist erstaunlich und ein bisschen beängstigend gleichzeitig, aber es... Für mich nicht. Ich habe jetzt ein paar so Sachen auf YouTube angeguckt von irgendwelchen KI-Experimenten, dass dann doch sehr vieles nicht funktioniert. Noch. Jemand hat zum Beispiel versucht, auch Pokémon Blau was oder Rot, eins von beiden. Stimmt, das ist auch sehr viral gegangen. Mit einer KI zu lösen und der hat es nicht hinbekommen. Also, er musste ständig, der das Experiment macht, musste ganz viele Parameter irgendwie hinzufügen und es irgendwie anpassen, dass er irgendwie mal weiterkam und hat es nicht geschafft, ist trotzdem irgendwie nach Rocco gescheitert, nach der ersten Arena. Okay. Und kam halt nicht mal durch diesen Tunnel die Mondhöhle. Ich weiß nicht genau. Ich habe das Video halt nicht angeguckt, ich habe die erste Minute mal so angespielt, weil das wurde mir übelst oft vorgeschlagen. Und habe dann halt gesehen, wie du da so ganz viele Figuren übereinander liegen hast, die einzelnen Versuche. Er hat tausende Versuche gemacht, ne, simuliert und so. Und auch der Aufwand muss ja krass gewesen sein, weil er echt von sämtlichen Versuchen der KI halt auch Videos, Aufnahmen hat. Ne? Und es war ja echt ins Tausendste so. Und hat ständig das irgendwie kontrolliert und aufgepasst und angepasst, wie gesagt. Und hat es halt nicht geschafft letztendlich. Und das fand ich halt sehr beeindruckend. Oder auch irgendwie, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn ich das nicht hinkriegt, dann wird es so nicht so krass aktuell sein. Ja. Mal gucken. Also ich glaube schon, dass da noch viel Potenzial nach oben ist, aber ich mache mir jetzt an sich halt nicht so die Gedanken, deswegen sollen die Drecksfirmen sich doch mal irgendwie an Schlübi greifen. Ich finde auch, wenn es neue Werke sind, wenn man was Neues daraus macht, ist es doch voll in Ordnung. Irgendwann 80 Jahre nach dem Tod des Urhebers oder der Urheberin. Ja, und gerade, Moment, gerade bei Songtexten ist es halt dumm, wenn da jetzt ein Reim ist, den es 1:1 so schon mal gab, dann... Das gab's, glaube ich, nicht. Ja, aber das wäre das Einzige, wo ich jetzt sagen würde... Das ist halt unangenehm, wenn ich jetzt einen richtig geilen Reim schreibe und das klaut jemand und gibt es als seins aus, ist das halt nicht so geil, aber ich habe ja trotzdem den Nachweis, dass ich das vorher schon gemacht habe. Also finde ich das auch wiederum nicht so schlimm. Aber ich bin auch Captain Open Source. Kann ich verstehen, ich auch zum Teil zumindest. Ich verstehe schon auch, dass man Urheberrecht irgendwie schützen muss, ne? Und dass man irgendwie auch, dass halt, wenn eine Person was erfindet, dass er auch dann, oder die Person auch dann davon profitieren sollte. Aber ich finde, gerade im künstlerischen Bereich sollte man auf jeden Fall das ein bisschen aufsplitten. Ich fände es zum Beispiel nicht in Ordnung, wenn jetzt jemand zum Beispiel deine Japan-Videos nimmt, würde die einfach nur synchronisieren, hochladen, behaupten, es wäre er gewesen oder sie gewesen. Das ist nicht in Ordnung. Ja, wenn man das behauptet, dann ist es uncool. Genau. Aber wenn sie jetzt was Neues draus schneidet, ne, irgendwie, kann dann ja irgendwie cool sein. Vielleicht. Ja, irgendwie cool sein will auch Amerika, wie immer. Kommen wir kurz zu so einem kleinen Segment, denn da ist ein bisschen was passiert. Das eine, was zum Beispiel lustig ist, dass Team Biden jetzt auf Truth Social. Vor allem mit dem S danach, Truth Social. Stimmt, das ist schwer zu sprechen. Auf Truth Social sind die reingejoint, die haben mittlerweile mehr Follower als Team Trump. Und Biden selber hat gesagt, because we thought it would be very funny. Genau, and well, let's see how this goes. Converts welcome. Also so sehr offenherzig so und bin gespannt auf Austausch quasi. Dann soll er noch geschrieben haben zu Reportern, also die Kampagne hat zumindest zu den Reportern gesagt, there's very little truth happening on Truth Social, but at least now it'll be a little fun. And that President Biden will go into the lion's den to point out Republicans' hypocrisy and have a little fun at their own expense because Republicans can sometimes be our best messengers. Das fand ich halt richtig funny, einfach als so Aussage. Da gab es auch in der jüngeren Vergangenheit auch mehrere Wahlwerbedinger, wo dann quasi einfach nur die Aussagen von Leuten genommen wurden und die
Also wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das, ich verwechsel die immer, entweder Marjorie Taylor Greene oder Lauren Boebert, eine von den beiden, ist halt auch so eine komplett gestörte Republikanerin und die sagt dann halt, der Biden macht X, der Biden macht Y, aber während sie das sagt, wirkt er halt cool dadurch, weißt du, und sie sagt, dass er, der ist ein schlimmer Kommunist oder so, ist jetzt nur ein Beispiel, das war nicht, was sie gesagt hat, aber der will das... dass wir alle Arbeit haben oder irgend sowas. Und das also Sozialleistungen erhöht und so. Genau. Und er feiert sich halt damit, sowas halt voll gut ist. Und das einfach zu nehmen und das aber in deine Werbekampagne umzubauen, das ist so genius. Ja. Natürlich nicht Bidens Idee persönlich gewesen. Weiß man ja nicht, meinst du, ne? Aber prinzipiell hat er halt ein Team hinter sich und auch neben sich. Aber trotzdem ist es ja irgendwie ein kluger Schachzug. Und diesen Humor und diese Schleue hätten Republikaner überhaupt nicht. Das finde ich halt ganz cool. Ja, du bist ja, das ist ja schon wieder Rassenlehre, was du hier gerade machst. Das ist, fällt gerade kein lustiges Wortspiel ein. Prassenlehre. Naja, das ist ein bisschen einfach gedacht, finde ich. Bei den Republikanern sind schon auch clevere Leute dabei. Ja, keine lustigen. Ach so. Also ich finde so right can't meme. So rechter Humor ist wirklich sehr selten. Das gibt es. Ich habe auch schon, schon mal gelacht. Du musst mal ein paar Lanzer-Texte hören. Naja. Das ist ja Humor pur, wer sowas ernst nimmt. Naja, aber es ist nicht ernst gemeint gewesen, glaube ich. Ne? Nicht als Humor gewesen, aber es ist ernst gemeint und deswegen denke ich mir, der erzählt hier irgendwas von reinem Blut und so. Das kann man doch nicht. Was? Als gäbe, nicht mal dein als scheiß Hitler hat da reines Blut. So, als gäbe, das ist halt so dumm. Nee, das ist ja klar. Das wissen ja auch Nazis oftmals. Das Hitler selber das gar nicht war. Ja. Aber wollte das halt vorantreiben. Das ist wieder, ja, aber... Ja. Weißt du, also du kannst doch nicht... Das gibt's gar nicht in reines Blut. Das findest du vielleicht nur welchen afrikanischen so... wie heißt das? Diese neben Indien, diese Insel, wo die Kannibalen leben, diese abgeschiedenen... Diese Indigenen, so, die haben vielleicht noch so... Die sind wenigstens noch alle Geschwister, wie sich das gehört. Die haben vielleicht noch so reines Blut, in Anführungsstrichen. Aber sonst gibt es das überhaupt nicht mehr. Das ist Quatsch. Naja, auf jeden Fall, Trump hat eine Gag-Order bekommen und hat er deswegen... Also Gag-Order ist... Er hat einen Gag-Order im Mund bekommen und musste quasi damit sprechen. Gag-Order, das ist, was wir ja machen. Wir haben eine gewisse Ordnung drin. Der Gag steht ganz vorne und alles andere hinten dran. Das ist die Gag-Order. Nee, der hat halt ein Video geteilt, auch auf eben jener Seite. Also Truth Social ist ja sein Twitter-Äquivalent. Und ich finde übrigens, das ist eine sehr kluge Sache. Die ganzen Leute sollten es eigentlich fluten, diese Seite. Die ganzen Nicht-Trump-Anhänger und Linken oder was weiß ich. Wie dem auch sei, auf dieser Seite hat er einen Artikel gepostet, der den Attorney General doxt. Ja? Das heißt, das wertungsmäßig, so vor dem Gesetz, hat er das selber getan, das Doxen. Wenn du was teilst, was doxst, dann doxst du quasi selber. Und was ist denn das? Das ist der Staatsanwalt, aber der Hohe, also über allen drüberstehend. Und... Da hat er sich schon wieder in die Bredouille gebracht. Und wenn er jetzt nochmal gegen seine Gag-Order verstößt, dann kriegt er vielleicht Jail-Time. Es war so, was wollen sie denn da machen? Wollen sie ihm dann Jail-Time geben? Ich kriege hier in diesen ganzen englischen Phrasen, aber in Knastzeit. War es auch in Japan vor Monaten. Ja. Genau. Und was wollen sie denn dann machen? Wollen sie ihm Jail-Time geben? Und dann sagt der Richter halt, der Dings halt gar nichts. Und es ist halt so, also dieser Move. Aber egal, ich will es noch relativ kurz abarbeiten, denn es gibt noch das Jim Jordan-Ding. Der Jim Jordan, der wollte jetzt der neue Sprecher des Hauses werden. Und das hätten ganz viele sehr tragisch gefunden, denn der ist seit Jahrzehnten in der Kritik, weil es gab einen großen Sexual Misconduct-Skandal an der Ohio University, wo er damals als Sportlehrer gearbeitet hat. Ich glaube, er selber hat nicht die kleinen Jungs mit angefasst, aber er hat das halt vertuscht aktiv. Mhm. Und deswegen wird er auch Jim Jordan genannt, so wie Sporthalle. Jim. Mhm. Ah. Und der wollte halt jetzt Sprecher des Hauses werden, also das, was Nancy Pelosi war. Und das ist quasi eins der absolut höchsten Ämter auf der ganzen Welt sozusagen. Das hat auch immer dann die andere Partei, die halt nicht in der Macht ist, ne, oder? Nö, die sind ja, die haben ja da gerade die Mehrheit. Okay. Ist er aber nicht geworden. Und was ich ganz witzig finde, also der wird halt auch in so seinen eigenen Reihen kritisiert, weil der noch nie irgendwie einen Kompromiss eingehen konnte, noch nie ein Gesetz irgendwie verabschiedet hat, weil der irgendwie immer nur quasi Chaos stiftet. Und das finden auch in seinen eigenen Reihen Leute nicht cool. Und da haben sich 55 Leute zusammengeschlossen, die gesagt haben, wir voten nicht für den, aber wir machen es so, dass, also es waren drei Votrunden, ja, bis halt einer gefunden ist oder nicht.
Und sie haben es so gemacht, dass nach jedem Voting er weniger Stimmen hatte. Hm. Also irgendwie nochmal so extra reinreiben irgendwie. Also die wussten vorher schon, dass sie alle 55 nicht für ihn voten wollen. Aber am Anfang schon. Aber haben es so gestaffelt, dass es immer weniger geworden. Und das finde ich halt, das ist irgendwie, das ist so ein Mobbing. Das ist wieder cool, das gefällt mir. Das finde ich, find ich witzig, ja. Ja. Aber siehst du, das ist, da sind auch clevere Leute. Wir mussten die auch gut absprechen, glaube ich. Die sind ja alle dann doch für den Stimmen so und ach, scheiße. Ja. Ich dachte, du stimmst nicht für ihn ab. Nee, ich dachte, du stimmst nicht für ihn ab. Wie war es das? Ich glaube, das war mein kleines Amerika-Segment. Ich musste auch erstmal wieder reinkommen. Ich war jetzt einen Monat in Japan und... Wie mit meiner Ex-Frau. Muss ich erstmal wieder reinkommen. Oh. Hat nicht funktioniert. Ja, die Ex-Frau von Steve Irwin ist nur seine Ex-Frau, weil der tot ist. Und der Sohn von ihm, der jetzt 19 ist, der ist richtig viral gegangen. Das war der Top-Post auf Reddit diese Woche. Mhm. Auf All-Time. Diese Woche. Also Steve Irwin war der Crocodile Hunter, ne? Der ganz berühmt war für seine, dass er Tiere gequält hat. Der ist halt als ich spanne gerade den Bogen zum Anfang. Da haben wir ja über Rochen gesprochen. Ah, okay, Rochen gesprochen. Und da hat er schlechte Erfahrungen mitgemacht. Und der Sohn hat jetzt quasi eine winzig kleine, super süße Babyschildkröte großgezogen. Also nicht großgezogen, sondern langgezogen. Ausbrüten lassen quasi. Von einer Art Schildkröte, die sein Vater entdeckt hat damals. Also die kannte keiner, der Vater hat die entdeckt. Cool. Und das gab es irgendwie noch nie, dass so eine Babyschildkröte gezüchtet wurde in kontrollierter Umgebung. Irgendwie so habe ich es verstanden. Und das ist dann ein ganz wholesome Video, weil er kämpft auch mit den Tränen. Oh, das ist der beste Moment in meinem Leben hier. Mein Vater, oh, wenn der hier wäre. Der Vater ist halt gestorben, als er 3 war. Also nicht der Vater, sondern der Junge war 3. Ja. Und es war ein schönes Video, aber wer es nicht weiß, er war halt so ein Tier, wie heißt das, so ein Tierpfleger so. Tierquäler. Und Tierquäler. Der hat irgendwie mit Tieren geforscht und hatte Fernsehshows gehabt und ist irgendwann halt von einem Rochen mitten ins Herz, so heißt es, gestochen worden während Aufnahmen. Und und hat seine Kinder, seine Frau hinterlassen. So ein Egoist. Du hast jetzt richtig Angst, den Brecht zu machen. Deswegen sagst du, der wurde mitten ins Herz gestochen. So heißt es. Bei Dingen, wo es medizinische Berichte drüber gibt. Also weil ich mir nicht sicher war. Weil ich eben kein Buch geschrieben habe, wo ich alles weiß. Ich glaube, Brecht hat mittlerweile irgendwie mindestens 10 Bücher geschrieben. Aber ist okay. Das sagst du zumindest. Ja, wir gucken mal. Nee, genau, jetzt letztendlich halt, aber also seine Frau ist jetzt gestorben gerade oder war das jetzt die News oder war das die News mit den Nein, seine Frau ist halt einfach so seine Ex-Frau, weil Steve Irwin tot ist. Ach so, ich dachte, sie ist gestorben. Nein, es ist einfach nur ein Video von seinem Sohn, der jetzt geschafft hat, eine Schildkröte zu brüten von der Art, von der super seltenen, krassen Schildkrötenart, die sein Vater damals entdeckt hat. Ah. Und das geht dann so full circle und das ist so richtig wholesome, süß. Finde ich gut. Ja. Ich bin Schildkröten-Fan. Gut. Übrigens bin ich geimpft worden am Donnerstag. Ach du Donnerstag. Scheiße. Oh nee, Alter. Ja. Ich höre schon, wie es hier piep, piep, piep macht. Mhm. Piep, piep, piep. Da will sich gerade Bill Gates in meinen Sicherungskasten reinwählen. Ist so. Ohne Scheiß, mir wurde dann so einen Tag vorher gesagt, Tino, es macht noch nur alte Leute noch. So, ich quatsch, das macht jeder. Normale Grippeimpfung oder was jetzt? Nee, Corona-Impfung. Ach so. Sorry, genau, Corona-Impfung. Und da war ich halt bei meiner Ärztin. Und es waren nur alle über Ü60. Echt, alle, die, es waren so 15 Leute, waren im Wartebereich davor, die gewartet haben, alle Ü60. Ausnahmslos. Und ich halt, der noch U60 ist. Gerade so. Ich werde in wenigen Wochen 30. Und also ich war richtig dahin geärmelt. Dann ging es richtig. Ha, wegen Arm. Genau, richtig dahin geärmelt, warte mal. Ich hab's abgemacht schon, genau. Und ja, ich bin jetzt Corona geimpft. Finde ich voll gut. Meine Ärzte meinen, das machen jetzt junge Leute gar nicht mehr. Also ganz, ganz selten. Auch die Alten machen das weniger, aber das ist doch noch die größte Gruppe. Ich hoffe. Wobei sie auch meinte, es ist eher relevant aktuell für Leute, die halt Risikogruppen sind, wie halt ich als kranker Mensch und als Person, die halt Ü60 sind. Mhm. Da meinte irgendwie die eine Schwester auch, dass sie halt in ihrer Verwandtschaft jemanden hat, der daran gearbeitet hat, so deswegen dem voll vertraut der ganzen Geschichte und hat mir da auch Mut zugesprochen. Das war richtig eine schöne Erfahrung. Auch wenn ich immer noch Armschmerzen habe und ich richtig gestern noch krank war. Also ich hatte richtig Kopfschmerzen und Tröhnen und so. Siehst du, das habe ich schon alles schon verdrängt, dass man da erstmal so einen Tag raus ist. Manche, nicht alle, aber ich war raus gestern. Aber ich war auch raus. Das weiß ich noch. Also es war mehr so Männergrippen raus sein, aber es war schon nicht geil.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Jedenfalls das und das, liebe Leute, wenn ihr irgendwie vorkrankt seid oder über 60 seid oder ihr Oma und Opas habt oder so, dann lasst euch gerne impfen, weil es kommt, die Welle rollt wieder an gerade. Ich kenne gerade viele Menschen, die jetzt gerade Corona haben, deswegen passt auf euch auf, es ist nicht vorbei und guckt mal, dass ihr euch impfen lasst, wenn ihr es denn braucht. Ja, und schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr von Precht haltet. Und von Lanz. Lanz ist in seinem Podcast immer noch besser als in seiner Sendung. Das kann ich auf jeden Fall Positives sagen. Das kann schon sein. Möglich. Wir sind jetzt schon am Ende angekommen, lieber Robin. Hast du noch irgendwie was, was du ansprechen willst? Nö, ich habe keine Lust mehr auf die Leute. Kann ich verstehen. Die Nerven, die gucken die ganze Zeit sehr erwartungsvoll. So, was geht man in der Woche? Also eigentlich brennt die Welt ja an sich schon insgesamt gerade, ne? Mit so Ukraine-Krieg und auch, ich lese immer mehr scheußliche Taten von den Hamas, dass ständig irgendwelche Familien da voneinander... Ja, das habe ich auch bewusst diesmal rausgelassen, weil ich weiß nicht, also diese Konflikte haben halt auch eine gewisse Halbwertszeit. Nach einer Woche, da hängt es dir schon aus den Ohren raus. Lasst euch was Neues einfallen, die Writer diese Staffel, die sind wirklich langweilig. Ich weiß nicht, apropos Staffel, ich habe Daryl Dixon jetzt geschaut und Dead City, die beiden Spin-offs von The Walking Dead, kann man machen. Ich habe gestern Cruella gesehen, den Film, den Disney-Film, der war richtig toll. Und die wird ja auch in dem Film, also der ist sympathisch dargestellt, ne? Ich meine, Cruella de Vil ist ja eigentlich die Bösewichtin von den Martina-Filmen und Serien. Und ich habe mich gewundert, wie sie es schaffen, sie sympathisch darzustellen, weil sie auch irgendwie Hunde schlachtet eigentlich, um halt irgendwie sich Mäntel zu machen. Und ich finde, sie haben das sehr klug gelöst. Cruella de Vil, toller, also Cruella heißt der Film. Empfehlung ist es wert auf Disney Plus. Sie feiern ja auch gerade 100 Jahre Disney und ich bin ich kritisiere den Konzern auch sehr, in sehr vielen Dingen, gerade für rassistische Stereotype und so. Walt Disney war auch schwierig. Ah. Aber aktuell geben sie sich ja schon Mühe, irgendwie progressiv zu sein und so divers zu sein. Und ich finde die Filme einfach schön und habe jetzt Cruella gesehen. Und davor den Abend habe ich Coco gesehen. Auch aber das ist ein Animationsfilm, der war auch sehr süß. Man muss Werke aber am Entstehungsjahr beurteilen. Man kann natürlich sagen, das ist aus heutiger Sicht schwierig, aber das jetzt Disney vorzuwerfen, ist, finde ich auch nicht. Verstehe ich auch. Ich sag's nur, es macht schon Sinn, dass man es im Hinterkopf behält, ne? Also ist Disney auch nicht nur eine reine Weste hat, aber wer hat das schon, ne? Und deswegen Coco und Cruella. Meine Empfehlung, zwei schöne Filme. Ich meine nur also auch, es gibt so viele irgendwie historische Figuren, die wir irgendwie verehren, die aber dann irgendwie Sklavenhalter waren oder was weiß ich, einfach weil das halt in der Zeit normal war. Das muss man schon ein bisschen im Kontext finden. Nee, ich finde schon, dass man die Menschen trotzdem verurteilen sollte, trotzdem aber die Taten kann man ja trotzdem gut finden. Also nicht die Versklavung, sondern halt wie Kolumbus, der halt Amerika entdeckt hat, so. Ja, da hast du aber gerade genau den schwierigsten von allen rausgesucht. Ja, aber das hat er erstmal gut gemacht. So, dass er also erstens hat er das nicht als erster wirklich gemacht und zweitens war Kolumbus ja der übelste Triebtäter und Versklaver und Vergewaltiger und Brandschatzer. Aber hat er nicht geografische Entdeckung gemacht und so? Ich dachte, er hat da irgendwie das schon vorangetrieben, prinzipiell. So also Land, es gab vor ihm schon Leute, die da rüber geschippert sind. Und ich glaube, das ist so wie... Es gibt dafür so ein berühmtes Beispiel. Jemand macht was, aber dann kommt jemand anderes und vermarktet das besser. Und dann ist er der. Ich habe noch 1%. Ich versuche mal ganz kurz zu gucken. 1492. Kolumbus ist ein guter Mann, aber guck mal, was der so für Gräueltaten. Ja, das weiß ich ja. Das ist ja völlig klar. Aber deswegen nenne ich ihn auch als Beispiel. Aber was hat er denn? Der hat doch auch Sachen gut gemacht, dachte ich. Ja, also der ist ja auch nach Amerika geschippert und hat das ja auch dann salonfähig gemacht. Ist meine Akku leer. Ein Jahr. Ich kann sie zwar jetzt auch gar nicht in die Playlist einpflegen. Das kann ich im Nachhinein machen, wenn du es mir verschickst, per Telegram oder so. Ja. Auf jeden Fall gibt es Sachen, die Columbus auch gut gemacht hat. Mir fallen gerade keine ein, es ist schon echt lange her, aber ich wusste, dass er auch eine Figur ist, die als Person schwierig war, wie auch hier Luther, aber die ja Sachen auch durchaus gemacht haben, die irgendwie das vorangebracht haben. Ich finde, diese Sachen kann man denen schon irgendwie anerkennen und gut finden, aber Personenkult lehne ich halt völlig ab. Okay. Um es nochmal abzuschließen und nicht ja als halber Precht dazustehen. DJ Kammerband müsste der heißen. The Kids Aren't Alright. Ich hoffe, dass der auf Spotify sind. Ist das nicht von Offspring? The Kids, the Hips, wollte ich sagen. Ah. Oder My Hips Aren't Alright. Und ja, das ist ein Mashup zwischen Shakira und Offspring. Und es ist so fucking stark, Alter. Das höre ich seit Wochen im Dauerloop. The Hips oder My Hips. Wirst du schon finden. Ich schicke dir den Link. Es ist so stark, Alter. Reicht mir als Name, kann ich dann einfügen.
Und ich mache kurz Werbung für Jan Jester, denn er hat seine Birgit-Trilogie, die viel mehr Teile als drei hat, fortgeführt. Oha. Ihr kennt ja hier Birgit, kennst du mich, leb wohl Birgit, Ballermann und so. Er war hier schon mal zu Besuch im Podcast. Er war mal im Podcast zu Gast, cooler Typ aus Österreich. Und der hat jetzt drei neue Werke veröffentlicht auf einen Schlag als EP quasi. Und aus der EP mit den Birgit Boys, heißen die jetzt, nämlich es ist eine Boygroup quasi, tue ich den Song Alleine im Mars rein. Okay. Ich finde es ein bisschen komisch, die Formulierung, ich bin alleine im Mars. Man sagt ja eigentlich, ich bin auf dem Mars. Ja. Oder es ist ein Wortspiel aus, ich bin im Arsch und im Mars. Weiß ich nicht genau, aber jedenfalls Jan Jester oder die Birgit Boys, Alleine im Mars, kommt in die Playlist. Ja, also mit Arsch wäre das ein bisschen sehr weit hergeholt. Ja, Alleine im Arsch, ja. Aber verstehe ich nicht ganz, aber ich finde die Trilogie witzig. Guckt euch bei YouTube an, echt hochwertige Videos sind das geworden. Und sehr sympathischer Mensch. Sagt er selber Trilogie? Nee, das habe ich jetzt gesagt. Also es gibt ja dann noch Quadrologie, Quintologie. Vielleicht ist das eher... Urologie gibt es auch noch irgendwann dann. Ja. Was geht man jetzt der Woche? Nichts, ganz ehrlich. Oh, ich finde echt Wochenwertung immer ziemlich schwierig, ehrlich gesagt. Das ist sowas, ja, man hat natürlich da irgendwie Nahosten, da brennt die ganze Scheiße. Aber das interessiert uns doch nicht. Wir sind doch mal ehrlich, das interessiert uns doch nicht. Nee, eigentlich nicht. Ich will auch nicht mal auf Nein, den, natürlich bitte, die, oh Leute, will, die ganzen nicht, Gazianer und so, denen soll es bitte gut gehen. Ich will auch nicht mal auf eine 7 gehen, weil ich Und den denke, Israeliten auch. Allen soll es gut gehen. Oh fuck, das war jetzt, glaube ich, so ein Right-Wing-Dog-Whistle, oder? Jetzt hat, da steckt der Eliten drin. Wie hier die Hochfinanz und so, sind so, ja, so Begriffe, wäre ich vorsichtig. Den soll es auch gut gehen. Bitte, der Hochfinanz soll es immer gut gehen. Es soll allen Menschen gut gehen, denen es gut gehen soll, so. Ja. Weißt du, sag mal eine Zahl, mir fällt's schwer, ich weiß es nicht. Also ich würde sagen eine 4, aber ohne dieses Israel-Ding wäre es halt nichts. Ja, kann man sagen. Es ist halt scheiße, was da gerade passiert, ne? Vergesst das nicht, dass da gerade Krieg ist und dass da Menschen gerade scheiße geht, aber vergesst auch nicht die schönen Seiten des Lebens. Die Leute, die da vor Ort sind, Alter, da sollst du mal Klick machen, die sollen einfach alle mal nach Hause gehen. Das wäre doch schön. Die werden halt Gehirn gewaschen, ne? Diese Hamas-Leute da. Naja, wie dem auch sei, es war mir ein Spaß mit euch hier. Ebenso. Grüße gehen raus. Ich mache heute einen Wrestling-Abend. Ich gucke mit meinem Bruder an, komme mich heute besuchen. Dann zocken wir WWE 2K23. Ich freue mich voll schlagen drauf. Wieder. Auch. Geil. Frauen und Männer werden geschlagen, Nicht-Binäre werden geschlagen. Ich freue mich drauf. Ja, aber also ich... Also wenn im Film irgendwie eine Oma oder so gedropkickt wird, Hot Fuzz, dann bin ich halt fröhlich, wenn das mit einem Herren passiert. Dann macht das nicht so viel mit mir. Naja, einfach, ja, weil das ein bisschen mehr Tabu ist. Ja klar, weil man hat eine alte Oma nicht dropkickt. Das ist einfach. Das wird schon im Kindergarten wird das schon gesagt. Dropkick niemals eine alte Oma. Okay, Leute, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, alle Omas zu dropkicken, die ihr seht. Ich freue mich drauf. Macht und Fotos. Und hört hier Britney Offspring und Shakira. Und Shakira Offspring, ja. Und Jan Jester. Gut. Gute Musik. Ich nehme meine Disco-Musik.